Servus zusammen. Im heutigen Video geht es um ein kleines Problem in unserem Meerwasserbecken. Und da haben wir uns einen Wassertest besorgt. Den haben wir uns selber gekauft, der ist nicht gesponsert. Und wie das funktioniert und was der Test kann, erkläre ich jetzt. Mein Name ist Tobi, seit vielen Jahren begeisterter Terrianer, Aquarianer und Hundebesitzer. Heute Produkttester und immer auf der Suche nach den neuesten Ideen. Durch meine Videos könnt ihr mit mir die Produkte testen und entdecken, sowie aus meinen Erfahrungen, Tipps und Fehlern lernen. Begleitet mich und meine Tiere durch die spannende Tierwelt. Damit wir unser Problem, das wir haben, das ich dann gleich erkläre, hoffentlich beheben können und wissen, von was es kommt, machen wir einen Wasseranalyse-Test, und zwar von der Firma ATI. Das ist der Professional-Test, ICP und OES. Ich erzähle euch jetzt mal kurz über die Firma was und dann gehen wir zu unserem Problem und wie man das Ganze verwendet. Die haben zwei Analysegeräte. Und zwar einmal das ARCOS 2, das ist höchst präzise, misst Spurenelemente. Das heißt Spurenelemente, Eisen oder Jod, Kupfer, lauter solche Sachen. Dann haben sie noch ein zweites Gerät, und zwar das 930 Compact IC Flex. Das misst präzise Nitrat und Fluorid. Das Ganze ist interessant, zum Beispiel, wenn ihr genau wissen wollt, welchen Verbrauch euer Aquarium hat. Und ihr könnt es dann genau bestimmen und somit könnt ihr das dann perfekt dosieren und das Aquarium mit den ganzen Sachen versorgen, die das Aquarium braucht. Das nächste ist die Schadstoffanalyse, die ist dazu da, damit ihr da, so wie wir das jetzt hoffen, wir den Schadstoff rausfinden, das unser Aquarium hat und somit perfekt bekämpfen können. Unser Problem ist, wir haben vor 3 Wochen Euphilias reingekauft. Die waren jetzt 2 Wochen 1A, wirklich perfekt. Und jetzt fangen sie an, langsam sich einzuziehen. Aber sie gehen noch nicht kaputt. Wir haben Wassertests gemacht, wir haben auch schon von mehreren einen Wassertest machen lassen und es ist eigentlich überall rausgekommen, dass die Wasserwerte perfekt sind. Und dann haben wir gesagt, es nutzt nichts, wir müssen einen genaueren Test machen und was der Test alles rausfinden kann, das erzähle ich euch jetzt. Zu den ganzen Sachen, die man testen kann. Und zwar die Salinität, ein KH-Wert und Nitratwert. Das sind einmal so die groben Begriffe. Zu den Mengenelementen. Natrium, Chlorid, Magnesium, Schwefel, Calcium, Kalium, Brom, Stratium, Bor und Fluor. Fluor. Lacht sie schon mal, Frau. Es passiert halt zwischendurch. Es sind so viele Sachen, tut mir leid. Zu den Spurenelementen. Aluminium, Antimon, Arsen, Barium, Beryllium, Bismut, Blei, Cadmium, Chrom, Zink, Eisen, Jod, Kupfer, Laptan, Lithium, Mangan, Molybden, Nickel, Phosphor, Quecksilber, Selen, Silber, Silizium, Thallium, Titan, Vanadium, Wolfram und Zinn. Kann sein, dass ich vielleicht irgendwo dazu falsch ausgesprochen habe. Sorry. Aber ich glaube, ihr wisst, von was ich geredet habe. Wenn nicht, geht es auf die Internetseite, da steht das alles genauer beschrieben. Und jetzt wendet man das Ganze an und wie das funktioniert und was man alles machen muss. Jetzt. Wir schauen uns das jetzt mal an. So schaut der Test aus. Irgendwie. Bisschen näher da, Heinz. So schaut das Ganze aus. Sehr schön verpackt. Kostenpunkt. Wir haben uns das Ganze in einem Tierladen gekauft und der hat bei uns 38 Euro gekostet. So war's. Machen wir es mal auf, wie das Ganze ausschaut da drinnen. Ich sehe das schon am Anfang, das kann ich euch gleich zeigen. Und zwar ist da nur mit so einem kleinen runden Kreis das Ganze zugeklebt, weil ihr braucht dieses schöne Luftpolsterpaket, um das Ganze wieder an die Firma zu schicken.
da seht ihr schon, da ist der Klebestreifen, das kann man abziehen und dann gut verkleben und dann zurück an, an die Firma. Wichtig ist, ihr könnt das Ganze online bestellen oder auch in eurem Händler, Dealerladen, wo ihr immer hingeht, mal fragen, vielleicht haben die sowas lagern. Als erstes kommt es entgegen. Einmal, wie sagt man, Absender und Empfänger. Da müsst ihr dann euren Namen draufschreiben und natürlich zur Post bringen. Als nächstes eine detaillierte Beschreibung. Schaut sehr nobel aus, kommst du vor vom Doktor. Teströllchen sind da drinnen. Einmal, zweimal, dreimal und viermal. Ihr seht es schon, da drauf sind Barcodes. Mit diesen Barcodes anders anfangen. Ihr fragt euch sicher, wie die Firma weiß, dass das Paket für euch kommt. Fangen wir mal so an. Ihr müsst auf eine Internetseite gehen. Und zwar ist das die Internetseite lab.atiaquaristik.com. Auf der Seite müsst ihr euch registrieren. Das heißt, Namen, Anschrift und so weiter und so weiter. Ganz normal wie auf einem Online-Shop registrieren. Und dann könnt ihr eure Beckendaten eingeben. Das heißt, wie viel Liter das Becken hat, wie lange es so steht und so weiter und so weiter. Da müsst ihr dann eure Barcodes eingeben, die auf diesen Röllchen draufstehen. Und mit diesen Barcodes können dann die netten Leute, die eure Tests machen, das zuordnen, wem diese Tests gehören. Er nachher zeigt, es sind da mehrere Röllchen dabei. Diese drei Röllchen sind für euer Meerwasserbecken. Bitte die Röhrchen davor sehr gut auswaschen, damit da keine Rückstände sind oder irgendwas anderes. Und dann mit eurem Wasser auffüllen, aber das machen wir gleich zusammen. Was bei dem ATI-Test sehr positiv ist, ist dieses Röllchen. Und zwar seht ihr schon, da drauf steht, richtig heb, Raw Water. Dieses Röllchen ist für euer Osmosewasser. Mit dem könnt ihr dann kontrollieren, ob euer Osmosewasser wirklich rein Wasser, also reinst Wasser ist, wie man sagt. Oder ob da von der Osmoseanlage schon irgendwas faul ist und ihr die Filter tauschen müsst oder gegebenenfalls sogar andere Osmoseanlage kaufen müsst. Das Coole ist, den Test kriegt ihr dann nicht per E-Mail, sondern ihr könnt ihn direkt auf der Online, auf der Seite anschauen. Aber wie lange das Ganze dauert, das können wir euch dann beim nächsten Mal sagen. Wir füllen das Ganze jetzt mal voll, das zeigen euch, wie es geht und wie wir das machen. Und dann sehen wir uns nochmal. Was ich euch vergessen habe zu erzählen, bei dem Osmosewasser müsst ihr euch bitte zwei Becken anlegen. Einmal ein Becken für Salzwasser und einmal ein Becken für das Osmosewasser. Wir haben das Ganze jetzt verpackt, bringen das morgen in der Früh zur Post. Der Test ist nicht natürlich nur, wenn du in deinem Aquarium ein Problem hast, sondern auch mal zwischendurch zum Überprüfen, ob alles zu 100% passt oder ob eure Tests, die Tröpfentests, die ihr habt, noch zu 100% stimmen. Und was ich nur dazu sagen muss, diese Tests sind immer um einiges genauer wie eure Tröpfchentests. Wir werden es so beibehalten, werden es alle 1 bis 2 Monate machen, einfach zum Überprüfen und zum Abchecken, ob alles passt, weil jeder Meerwasser-Aquarianer weiß, in seinem Becken steckt einiges an Kohle drinnen und deswegen ist sowas sicher ratvoll.
Was soll ich noch sagen? Wie lange der Test braucht, können wir euch leider nicht sagen, weil wir das jetzt zum ersten Mal machen. Aber das werdet ihr im nächsten Video sehen. Und da werden wir ein Video machen mit Vergleich Wasserwerte, die wir selber getestet haben, und die Wasserwerte, die die Firma uns zugesendet hat. Also seid gespannt, dranbleiben, abonnieren, liken, teilen, Instagram nicht vergessen, bleibt auf dem Laufenden und bis zum nächsten Mal.